So, hallo liebe Eisenbahnfreunde und natürlich all die Zuschauer. Und herzlich willkommen zu einem Protein Perfect 2 Let's Play. Heute schlüpfe ich in die Rolle eines Triebfahrzeugführers. Wir befinden uns in der in Triebwagenverbaure ET426, genannt Quietschi. Der 426 ist der kleinere Bruder der 425er Triebwagen, die auch im Nahverkehr in rund um Münster im Einsatz sind. So, wir fahren natürlich SIFA, BZB, punktförmige Zugbeeinflussung. Wir fahren als Regionalbahn von Plochingen, das liegt bei Stuttgart in Baden-Württemberg, und fahren die Geislinger Steige hinauf bis Geislingen Steige als Regionalbahn 19317 mit Haltern unterwegs halten. Gleis 423er. So, zeige ich mal den Zug von außen. Ah, sieht er nicht niedlich aus? Ein kleiner Quietschi. Quietschi kommt daher, dass der Zug immer so viel hüpft. Halt die Federung und natürlich das Quietschen halt. Erlebbar ist dieser Zug im heute erscheinenden Webshop eisenbahndiscount.de Potent Perfect 2 Nahverkehr Volumen 1 für 17,99 die Download-Version. Die Versandversion erscheint erst Ende April für 19,99 und ist dann auch im Handel wie Saturn oder Mediamarkt erhältlich. Um 11.27 Uhr starten wir los. Der Hauptschalter ist eingeschaltet, Strohwachnehmer, SIFA, PZB, LZB ist auch eingeschaltet. Der Zug ist ziemlich gut besetzt. Die Figuren sehen auch etwas komisch aus. Die Fahrt wird so ungefähr 45 bis 50 Minuten dauern. Ich hoffe, ihr habt Spaß bei der Fahrt. Seht ein bisschen was rechts und links. Ich muss natürlich auf die Signale achten, wie halt ein richtiger Triebfahrzeugführer, Lokführer. So. Der Anfahrsound ist auch sehr schön gemacht. Für PZB-Neulinge, die beiden Wechselblinker 85 und 70 blinken, das heißt 40 bis zum Aufhören des Wechselblinkens. Das Ausfallsignal zeigt 40 an. Rechts zweigt die Strecke nach Tübingen ab, über Nürtingen. Erlebbar im Potent Perfect 2 Elton 8 Stuttgart-Tübingen auf der Neckaralp- und Thälesbahn. Die 25er nach Stuttgart. Regionalbahn. Unsere Strecke führt weiter durch das Vilstal hinauf zur Geislinger Steige. Ja, ich bin auch noch wach. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Wir begrüßen Sie in der Regionalbahn 19317 auf der Fahrt von Plochingen nach Geislingen an der Steige. Dieser Zug hält in Reichenbach, Ebersbach, Uhringen, Faundau, Göppingen, Eislingen, Saalach, Süßen, Gingen, Kuchen und Geislingen an der Steige West. Der nächste Halt ist in wenigen Minuten Reichenbach. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. Um es kurz zu machen, meine Damen und Herren, ich begrüße recht herzlich von DB Regio Baden-Württemberg
In der Regionalbahn von Ploching nach Geislingen über Göppingen wünsche angenehme Fahrt. Nächster plattformmäßiger Halt unseres Zuges ist in Kürze Reichenbachfils, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Die 3D-Schienen habe ich installiert, ist halt etwas besser, schöneres Fahrgefühl. Nächster Halt ist Reichenbach-Vils. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächster Halt, Reichenbach. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Kleine Quietschi. Diese Baureihe wird eher auf schwach frequentierten Strecken eingesetzt, die elektrifiziert sind. Also nicht, es sei denn, mit mehreren Einheiten auf anderen Strecken. Bei uns fährt er auch hier, Regionalbahn Münster-Rheine ab und an mit, habe ich letztens gesehen, mit 4 426er. Passt ja schon. So, Ebersbach 31-4. Zugelassen ist der Triebwagen bis 160 km in der Stunde mit LZB ausgerüstet. Für Neulinge, das ist das. Die Strecke ist im PTP2 Hauptprogramm enthalten. Stuttgart-München ist das. Abschnitt Plochingen-Geislingen.
Nächster Halt, Ebersbach. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Uhingen kommt an, 36,8. Dann Founder 39 nahe. Im nächsten Monat gibt es für PTP2 die Route Dortmund-Hannover. Auf die freue ich mich auch schon, da die in Hamm-Westfalen, an Hamm-Westfalen führt und nach Dortmund führt. Die werde ich natürlich auch euch zeigen. Noch ein Hinweis: mit der PZB, mit dem 85er Modus dürft ihr bis 160 km/h fahren, mit dem 70er Modus bis 120, 124. Und mit dem 55er bis 105 oder 110. Meiner aber bis 100. Die anderen Modus sind hauptsächlich im Güterzugdienst anzutreffen bzw. zu sehen. Aber auch der 85er im Güterzugmodus. Güterzüge bis 160. Nächster Halt, Uhingen. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts.
Ist ja die Höchstgeschwindigkeit. Steht hier nicht. Ja, dann. Oh, Regionalexpress nach Stuttgart. Er wird kaschiert. 111. 111 ist immer gut. Also ihr habt hier, könnt ihr einmal Türsteuerung links und rechts, dann den Fahrtrichtungsschalter und natürlich das Fahrzeuglicht, also Spitzenlicht, Schlusslicht. Genau, könnt ihr alles bedienen. Scheibenwischer, es regnet aber nicht. Mikro, Sanden, brauchen wir jetzt auch nicht. Steuerknüppel. Display. Hier ist übrigens die LZB-Anzeige, wenn sie aktiv ist. Nächster Halt, Förndau. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Kommt Göppingen. Dann geht's schon bergauf. Geislinger Steige waren immer die Schubloks-Station für schwere Güterzüge. Auch heute noch 151er. Heute sind es die modernen Baureihen 145, 185 Taurus. Früher waren es die berühmten deutschen Krokodile der Reihen E94. Heute will man eine Neubaustrecke bauen, von Stuttgart durch die Alp hinunter nach Ulm und München. Leider ist davon noch nichts zu sehen, beziehungsweise ist in Bau. Das dauert noch. Somit wird sich die Fahrzeit rasch verkürzen, von Stuttgart bis München. Schaffner, bist du eingeschlafen? Ach, ja, jetzt. Ah, siehst du, da brauchst du nur was sagen, da pfeift er schon in seine Pfeife. Weiter geht's. Nächster Halt Göppingen.
Jetzt muss man unter 85 sein, damit man nicht zwangsgebremst wird, beziehungsweise auf die jeweilige Geschwindigkeit abbremsen. Wenn der 1000 Hertz erlischt, kann man sich wieder aus der Beeinflussung befreien. Wenn, sagen wir mal jetzt, dieses Einfahrsignal Halt zeigen würde, würde 500 Meter davor eine weitere Prüfung stattfinden, die 500 Hertz Prüfung, wo man dann vom 85er unter 65 sein muss und dann rasch auf 40, damit man ebenfalls nicht zwangsgebremst wird. Nächster Halt, Göppingen. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Über die PZB gibt es bei Google viele interessante Artikel zum Thema PZB 90 und die anderen ehemaligen Indusi sowie von der Deutschen Reichsbahn. Die PZB ist eine komplexe Technik, ist aber, wenn man sich näher mit dem Thema befasst, recht einfach zu verstehen. Ihre weiteren Reisemöglichkeiten. Regionalexpress nach Ulm Hauptbahnhof. Aus Gleis 6. Wir haben ein bisschen weit gehalten. Na gut, jeder Gang macht schlank. So, Abfahrt in Göppingen ist sofort Eislinge 47.1. Ich freue mich natürlich auch schon auf weitere Strecken von PTB 2 aus dem Hause Blue Sky sowie weitere Aufgabenpacks und Loks. Das nächste Add-on von irgendwelchen Loks-Triebwagen ist das Add-on Baureihe 89 und die Baureihe 120. Bin mal gespannt, wie die aussehen wird. Hoffentlich gut, bestimmt mit LZB kann man endlich mal vernünftig den Regionalexpress von Hagenow-Land bis Hamburg ziehen. Da fährt nämlich die 120er mit ZZA. Nächster Halt, Eislingen. Ausstieg in Fahrtrichtung links. 11, nach Stuttgart. Signalexpress. ZZA ist die Abkürzung für Zugzielanzeige. Also das da drüber. Gehalten.
Da kommt Salach 49-7. Also ich muss sagen, ich spiele sehr gerne Protein Perfect 2 als Lokführer, da ich finde, in diesem Simulator es gibt genug Auswahl an Strecken, deutsches Material und Aufgabenpacks. Und sind halt nicht so teuer, kann man sich noch leisten. Ich finde auch PZB, SIFA ist dabei, Ebola und AFB und hast du nicht gesehen, LZB und etc. etc. Also das ist schon wirklich sehr gut. Das Hauptprogramm gibt es für 39,99 Gold Edition. Dort sind auch die Add-ons Leipzig-Saalfeld mit dabei und Straßenbahn Großstadt und viel weiteres. Lohnt sich. Gibt's auch als Download-Version. Weiter geht's. Nächster Halt, Salach. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts.
Nächster Halt, Süßen. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Wenn ihr möchtet, kann ich ja auch mal eine Güterzugaufgabe in BTP 2 fahren. Wenn ihr dies möchtet oder was anderes von ProTrain Perfect 2 sehen wollt, schreibt mir doch einfach, postet mir, egal was. Ich hoffe, dass Ende April für Railvox 3, also Train Simulator 2005, die SBB-Route erscheint. Die zeige ich euch zu 100%. Die wird schon richtig geil mit den Bergen im Railvox. Das sieht schon dann sehr, sehr echt aus. Auch in ProTrain Perfect 2 funktioniert auch die Neigetechnik. Das sieht man auch ganz deutlich, wenn man mit einem 612er oder ICTD oder T in die Kurve sich legt. Sehr schön gemacht. Auch gerade neu rausgekommen ist das Add-on Dresden-Leipzig, die erste deutsche Ferneisenbahn. Die zeige ich euch selbstverständlich auch. Tram 40 mit N-Wagen nach Stuttgart. Nächste Halt, Gingen. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Klassische Zugkomposition. Na, ah, knall drüber, ne? Scheiße! Ah, ja, toll. Super. Ja, toll. Naja, bitte entschuldigt diesen kleinen Zwischenfall. Kann ja mal passieren. Ja. Gott sei Dank ist der Wagen durchgängig, also so ein Problem ist es dann nicht.
zu wenig Druck in der Bremse. So ist das. Nun gut, in der Realität passiert das schon auch mal. Aber nicht so oft. Weiß ja nicht. Hab's ja noch nicht mal selbst miterlebt, dass ich im Zug saß und der Wagen ist einfach weitergerollt. Und die hinteren waren am Bahnsteig. Das ist mir noch nicht passiert. Kuchen. Ist bestimmt ein leckerer Himbeerkuchen oder sowas. 59. Nächster Halt, Kuchen. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Jetzt bremst er besser. Vorher nicht. Weiß ich auch nicht, was da war. Also ich kann das Add-on sehr empfehlen für Nahverkehrsfreunde. Ein Cetrabus. Für die Steigung hoch. Mit Retarder. Aussicht. Nächster Halt, Geislingen West. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts.
15, Güterzug. Bergauf. Die Schwäbische Alb. Vor uns liegt Geislingen. Der Zug macht gleich einen großen Bogen am Hang, um auf die andere Seite des Berges zu kommen. Der steilste Abschnitt liegt zwischen Geislingensteige und Amstetten, den Scheitelpunkt der Strecke. Von dort führt die Strecke regelrecht bergab hinab ins Donautal. Den Abschnitt zeige ich euch beim nächsten Mal mit der Regionalbahn Geislingen-Ulm im ET426. Auf. Meine Damen und Herren, in Kürze erreichen wir Geislingensteige. Verehrte Fahrgäste, dieser Zug endet dort. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns das nächste Mal wieder an Bord begrüßen. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag. Ihre Deutsche Bahn. In Geislingen der Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächster Halt, Geislingen an der Steige. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Ja, verehrte Fahrgäste, so ist das manchmal. Ausstieg dort in Fahrtrichtung links. Ausstieg doch in Fahrtrichtung links.
Endstation. Hat Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Willkommen. Yeah, 100 Punkte. Geislingen an der Steige. 600 Punkte. Dieser Zug endet hier. Fahrgäste bitte alle aussteigen. So, wir sind am Ende unserer Fahrt in der Regionalbahn Plochingen-Geislingen. Ich hoffe, die Fahrt hat euch allen gefallen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet, wenn es heißt MAN-SD 77 in Fahrt. Das war unser ET426. Viel Spaß noch beim Spielen als Lokführer im PTP2. Euch allen. Tschüss. Da ist die Auswertung. Sie haben 600 Punkte erreicht. Ja. War ja auch nicht allzu schwer, die Fahrt.